Das wohl bekannteste Insekt ist die Biene. Und auch mit dem Begriff Honig ist sie untrennbar verbunden. Ist eigentlich logisch, da die Honigbiene diesen in ihren Bienenstöcken produziert. Doch was machen die 565 anderen Bienenarten in Deutschland? Die umgangssprachlichen Wildbienen führen ein variantenreiches Leben, in dem manche Arten Höhlen graben und andere ihre Nachkommen als Kuckuckskinder aufziehen lassen. Also, lass uns in die Welt der Bienen eintauchen. Nur etwa 9 Bienenarten weltweit produzieren Honig, wie wir ihn kennen. Sie leben in hochsozialen Gruppen, in denen es klare Arbeitsteilungen gibt. Muss es auch, denn in den sogenannten Honigbienenstöcken können bis zu 50.000 Bienen zusammenleben. Anders sieht das bei Wildbienen aus. Die meisten Wildbienenarten leben nämlich solitär. Das heißt, sie bauen ihre Nester und versorgen auch ihre Nachkommen ohne Mithilfe von anderen. Jede Bienenart stellt dabei andere Ansprüche an ihre Nistplätze und nur etwa 30 bis 40 Arten fühlen sich in künstlichen Nisthilfen wohl. Fast die Hälfte aller Arten nistet unter der Erde. Häufig werden bereits gegrabene Gänge genutzt, so die Hummeln beispielsweise, die ebenso zu den Wildbienen gehören. Einige Arten graben jedoch selbst Niströhren. Dazu sind sie auf den richtigen Sand oder Lehmboden angewiesen. Einige suchen aber auch gezielt morsches Holz oder leere Schneckenhäuser, um darin Brutkammern anzulegen. Dabei baut und versorgt ein Weibchen, je nach Art, allein bis zu 30 Brutzellen im Verlauf von ihrem 4- bis 8-wöchigen Leben. Unter günstigen Voraussetzungen können allerdings mehrere Weibchen dicht an dicht ihre Nester bauen. Wie hier die Frühlingsseidenbienen zum Beispiel. In fertige Brutzellen wird eine Mischung aus Pollen und Nektar gelagert und schließlich ein Ei. Gut verschlossen entwickelt sich im Inneren die Bienenlarve. Sie hat genug Futter, damit sie sich voll entwickeln kann und den Winter bis zum nächsten Frühling überlebt. Honigbienen sammeln aber auch Nektar und Pollen, um ihre Nachkommen aufzuziehen. Doch sie sammeln noch viel mehr, als die Larven fressen können. Dieser zusätzliche Vorrat wird für schlechte Zeiten wie Winter- oder Regentage als Honig angelegt. Alle Wildbienen sind Blütenbesucher, denn sie ernähren sich auch als ausgewachsenes Insekt von Pollen und Nektar. Die Arten, die eigene Nester anlegen, sammeln Pollen und Nektar außerdem für die Versorgung ihrer Larven. Kuckucksbienenlarven profitieren von der Arbeit ihrer Wirtsbienen und greifen auf deren Vorräte zurück. Eine Untersuchung einer global angelegten Studie ergab, dass Honigbienen lediglich die Bestäubung durch wilde Blütenbesucher ergänzen, aber nicht ersetzen kann. Das liegt zudem daran, dass innerhalb der Wildbienen eine große Anzahl an unterschiedlichen Arten mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen und Vorlieben vorkommen. Einige Arten fliegen bereits bei niedrigen Temperaturen oder sind auf einige Blüten spezialisiert. Der Rotklee hat beispielsweise lange und enge Blütenröhren, sodass viele Bienen ihn gar nicht bestäuben können, da ihre Rüssel zu kurz sind. Nur langrüsselige Hummeln sind dafür geeignet und können den Rotklee, der nicht nur als Futterpflanze in der Landwirtschaft eine große Bedeutung hat, bestäuben. Apropos Hummeln. Es wurde beobachtet, dass Hummeln im Gegensatz zu Honigbienen in derselben Zeit die 3- bis 5-fache Anzahl von Blüten besuchen. Man konnte bei einem 100-minütigen Sammelflug einer Ackerhummel 2634 besuchte Blüten zählen. Doch Wildbienen allein führen auch nicht zum Ziel. Wichtig für die Bestäubung von Wild- und Kulturpflanzen ist die arten- und individuenreiche Gemeinschaft von Wildbienen und anderen Insekten wie beispielsweise Schwebfliegen. Denn durch ihre Spezialisierung können nur einige spezielle Arten so manche Pflanzen bestäuben. Wir bedanken uns bei Flo von Flowbee und Markus von der Imkereifamilie Caro für die Unterstützung bei diesem Video.
Wenn dich auch Insekten vor der eigenen Haustür interessieren, dann abonnier gern diesen Kanal. Denn hier kommen noch viele spannende Videos über die Welt der einheimischen Sechsbeiner. Für weitere Unterstützung schau gern auf unserer Patreon-Seite oder in unserem Shop vorbei. Die Links findest du unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.